Hallo erstmal, was für ein Kontrastprogramm. Herr Schmidt mit seinem Thema, witzig, lustig, spritzig, ja, kabarettistisch dargestellt und jetzt so ein ernsthaftes Thema. Aber meine Damen und Herren, wenn Sie genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass es viele Überschneidungen gibt. Nicht in Bezug auf die Darstellungsart und Weise, sondern in Bezug auf das Thema an sich. Es gibt viele Überschneidungen auch mit den anderen Referenten, die vor mir hier waren. Liebe Freunde der GGW, liebe Freunde des Max-Otto-Brucker-Haus, ich freue mich, heute hier vor Ihnen vortragen zu dürfen. Liebe Matthias, liebe Ilse, ich bin euch immer sehr dankbar für eure unermüdliche Unterstützung und für eure warmherzige Freundschaft. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und auch andere meiner Kollegen, Max Otto Brucker-Haus, Dr. Wehrmanns und Frau Daum und alle Kollegen, die mich von Anfang an mit offenen Armen empfangen haben. Mein Vortrag ließ sich grob in zwei Abschnitten unterteilen. Im ersten Abschnitt spreche ich über die Angst als normales Phänomen und im zweiten Abschnitt werde ich ein bisschen über die pathologischen Ängste zu sprechen kommen, anhand eines Beispiels. Vorab, Mark Twain soll einmal gesagt haben, es gibt nur zwei Arten von Rednern, die Ängstlichen und die Lügner. Und heute möchte ich zeigen, dass ich nicht zu den Lügnern gehöre, indem ich zu meinen Ängsten stehe und mir ab und zu Fehler und Unsicherheiten erlaube, was bei mir auch automatisch passieren kann. Aber Sie werden wissen, am Ende des Vortrags, das ist für mich die beste Möglichkeit, mit meinen Ängsten hier auf die Bühne zurechtzukommen. Ein Ausschnitt aus dem Gemälde Der Schrei von Edvard Munch. Das Gemälde ist zeitlos und zeigt auch auf eine eindrucksvolle Art und Weise die verzweifelte Lage des modernen Menschen. Diese Verzweiflung kommt aber nicht von ungefähr. Wenn ich im Geiste alle Menschen an mir vorbeiziehen lasse, die bei mir in der Behandlung waren, kann ich sagen, dass ungefähr 50% von denen unter Ängsten litten. Manchen von denen waren die Ängste bewusst, andere wiederum sind wegen körperlicher Symptome, die aufgrund von Ängsten entstanden sind, in die Therapie oder zu mir gekommen. Pathologische Ängste ist ein weit verbreitetes Phänomen in unserer Gesellschaft. Jeder von uns litt schon einmal mehr oder weniger unter Ängste. Jeder von uns erlebt sich immer wieder als ängstlich. Man kann auch nach den Ursachen fragen. Man möge sich nach den Ursachen fragen. Warum haben wir so viele Menschen in unserer Gesellschaft, die unter pathologischen Ängsten leiden? Wie bei allen lebensbedingten Krankheiten ist die Suche nach den Ursachen sehr komplex. Es müssen mehrere Faktoren zusammenkommen, damit eine lebensbedingte Krankheit entsteht, damit eine Angststörung oder Depression entsteht. Aber ich möchte nur auf eine Ursache eingehen, die mir sehr wichtig ist. Unsere Gesellschaft wird von einer Moral des Coolseins beherrscht. Sympathisch sind immer diejenigen, die sich als vital, unbeschwerlich,
inszenieren können. Menschen, die offen über ihre Gefühle, über ihre Schmerzen, über ihre Ängste reden, werden stigmatisiert, schnell als krank bezeichnet, schnell in die Psychiatrie, zum Psychiater, zum Psychotherapeuten geschickt. Wir als Kollektiv und als Gesellschaft betreiben eine Art zudeckende Therapie auf gesellschaftlicher Ebene. Wir haben eine milliardenschwere Unterhaltungsindustrie geschaffen, die nichts anderes im Sinne hat, außer uns von unseren Ängsten und Sorgen abzulenken. Auch die Pharmaindustrie hat eine lange Liste von Arzneien entwickelt. Angeblich hat sie auch nichts anderes im Sinne, außer uns von unseren Ängsten und Verstimmungen zu befreien. Aber meine Damen und Herren, diese Kühlsein-Gesellschaft ist kein friedliches Gefüge. Harter Konkurrenzkampf, Rivalität sind zu Wiederherstellungsprinzipien unserer Gesellschaft geworden. Mit fatalen Folgen für uns als Gesellschaft, aber auch für die Einzelnen. Für uns als Gesellschaft wir unterstützen oder schaffen immer oder unterstützen meistens immer durch unser Verhalten bewusst oder unbewusst das Gegeneinander und nicht das Miteinander. Unsere Gesellschaft teilt sich in Gewinner und Verlierer. Die Schere wird immer größer. Auch für uns als Individuen erleben, dass wir auch im Alltag, am Arbeitsplatz, Angst, Feindseligkeit und Barmherzigkeit beherrscht das Leben. Das sehen wir auch im Umgang mit Flüchtlingen. Wie viel Angst wir haben und wie bestimmte Menschen von uns auch mit so einem Phänomen umgehen. Sicherlich gibt es auch viele andere Menschen, die sehr engagiert sind. Aber unsere Angst lähmt uns in solchen Situationen effektiv und gezielt zu handeln. Auch als Gesellschaft haben wir keinen anderen Ausweg, außer uns mit unseren Ängsten auseinanderzusetzen, sie zu akzeptieren, sie zuzulassen, zu wissen, woher sie kommen. Was wollen sie uns vermitteln? Erst dann haben wir eine Chance, diese Gesellschaft humaner und gerechter zu gestalten. Sonst kriegen wir das nicht hin. Sonst erleben wir Phänomene wie Pegida und Co. Und das wollen wir alle nicht. Sicherlich, das Leben bringt Gefahren mit sich. Der deutsche Publizist und Schriftsteller beschreibt das folgendermaßen, Erich Kästner beschreibt das folgendermaßen: Wird es besser, wird es schlimmer, fragt man alljährlich, seien wir ehrlich, das Leben ist immer lebensgefährlich. Ja, das Leben ist lebensgefährlich und die Welt ist gewalttätig. Das erleben wir, das wissen wir auch. Und die Gefahren unterscheiden sich von einer historischen Epoche zu dem nächsten, zu dem anderen. Und die Gefahren auch bei uns als Einzelne, als Individuen unterscheiden sich von einer Lebensphase zu der anderen. Aber meine Damen und Herren, es geht in diesem Leben nicht darum, angstfrei zu leben. Es geht darum, trotz der Angst, das zu machen und Vertrauen darauf zu haben, das zu machen, was man machen möchte und machen will. Es ist wichtig, dass wir den Gefahren in die Augen sehen, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken und irgendwann ein böses Erwachen zu erleben. Manchmal bekommen wir auch Briefe hier im Rahmen unserer Arbeit bei der GGW, dass wir zu negativ sind, dass wir gegen dies und gegen das und. Ja, das sind wir. Aber für uns ist
Besser die Gefahren in die Augen zu sehen, als den Kopf in den Sand zu stecken. Und, sorry, wir können keine neue Realität erschaffen. Die Realität ist, wie die ist halt. Verdrängen, verleugnen hilft nicht, kann nur zu Missentwicklungen führen. Die Angst als Begriff kommt aus dem Althochdeutsch Angust, dem Latein Angusti, Enge, Enge die Brust, oder Angere, das Zuschnüren, das Beklemmen. Angst beschreibt einen Zustand, in dem einem die Kehle zuschnürt, die Brust beklemmt, so einem die Luft wegbleibt. Aber die Angst ist nicht immer negativ. Angst ist biologisch sinnvoll. Angstsituationen lösen bei uns Menschen eine Art Notfallreaktion, seelisch und körperlich. Diese Notfallreaktion bereitet uns darauf, Gefahren zu vermeiden oder zu überwinden. Die Herztätigkeit und die Atemtätigkeit werden gestärkt. Die Durchblutung der Muskulatur, die Anspannung der Muskulatur wird erhöht, damit wir mehr Kraft bekommen, mehr Kraft für Feuer, damit wir kämpfen oder fliehen. Aber leider jetzt in unserer Gesellschaft werden diese Notfallreaktionen durch Stress am Arbeitsplatz, durch Probleme in der Partnerschaft ausgelöst. Wir können nicht fliehen von der Arbeit. Wir können nicht fliehen von der Partnerschaft. Wir können nicht mit den Fäusten auf den Chef losgehen. Kann man es machen? Ist aber strafbar. Wir können nicht mit den Fäusten auch auf den Partner losgehen. Was passiert? Der Körper muss lange Zeit in so einem Notfallzustand ausharren. Und wenn sich so etwas wiederholt, dann erleben wir Burnout, Depression oder Angststörungen. Angst ist angeboren, biologisch sinnvoll, aber auch kulturell vermittelt und geformt. Die Kultur spielt eine große Rolle. Bestimmt auch, wovor wir Angst bekommen können. Das zeigt sich auch daran, dass wir zum Beispiel, wenn wir als Individuen mit einem Menschen ständig in Kontakt stehen und dieser Mensch extrem ängstlich, dass wir auch angesteckt werden können. Ansteckungsgefahren von Angst erleben wir auch bei Massenpanik. Die Kultur spielt auch eine große Rolle dabei, bei uns Männern zum Beispiel, in Bezug auf den Umgang mit Angst. Viele Männer haben vermittelt bekommen, ein Mann darf keine Angst haben, was unmöglich ist, weil Angst angeboren ist. Was machen wir als Erwachsene, damit wir mit unseren Ängsten zurechtkommen? Wir greifen auf andere Mittel, auf Suchtmittel meistens, um diese Ängste zu verleugnen und zu unterdrücken. Es gibt auch Ängste in anderen Kulturen, die uns vielleicht witzig oder komisch erscheinen. Zum Beispiel Koru, sein Angstphänomen in einer bestimmten Region in China. Die Männer haben Angst, dass die Penis schrumpft, sich zurückzieht und dass sie dadurch auch sterben werden. Und so eine Art von Angst ist 1967 als Massenphänomen in Singapur aufgetreten. Da liefen auch viele Männer, Penis festhalten, manche haben auch Holzklammer daran befestigt, damit sie dieses Unheil auch verhindern können. Susto ist ein Angstphänomen, taucht in einer bestimmten Region in Lateinamerika. Die Menschen haben panische Angst, dass die Seele unter Stress zeitweilig den Körper verlässt. Vielleicht stimmt das auch ab und zu. Angst ist nicht immer negativ, ist nicht immer lähmend, sondern verleiht uns auch Kraft. Der dänische
Theologe und Philosoph Søren Kierkegaard formuliert es folgendermaßen. Er sagt, Angst lähmt nicht nur, sondern enthält die unendliche Möglichkeit des Könnens, die den Motor menschlicher Entwicklung bildet. Ja, Angst ist wie der Wind. Manche bauen Windmühlen und machen sich die Kraft des Windes zunutze. Andere bauen Mauern auf und engen sich ein. Und Ängste im Allgemeinen tragen kräftig dazu bei, dass wir uns weiterentwickeln, sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf individueller Ebene. Viele von uns sind engagiert gegen bestimmte furchterregende Entwicklungen in unserer Gesellschaft, gegen Gentechnik, Umweltverschmutzung, gegen Ausbeutung der Natur, gegen Krieg. Warum? Aus Angst vor den Folgen dieser Phänomene für sich selbst, für die Menschheit und für die kommenden Generationen. Auch viele Individuen erreichen aus Angst vor Mittelmäßigkeit Spitzenleistungen. Man kann sagen, dass Angst und die Auseinandersetzung mit der Angst dazu führt, dass wir uns weiterentwickeln und die Vermeidung und Verdrängung der Angst dazu führt, dass das Unheil sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf individueller Ebene nur fixiert wird. Mut zur Angst. Das ist für uns sehr wichtig. Unsere Ängste zu vermeiden, führt zur Entstehung der neurotischen Ängste. Und ja, ich würde sagen, fast alle neurotischen Ängste sind immer ein Hinweis darauf, dass wir etwas in unserem Leben vermeiden oder nicht richtig verarbeiten. Und dass wir manchmal auch bestimmte Entwicklungschancen einfach verdrängen oder nicht wahrnehmen. Es ist wichtig, diese Ängste auch richtig wahrzunehmen, zu akzeptieren, zuzulassen. Die Angst hat auch eine lustvolle Seite. Viele von uns schauen sich auch Horrorfilme an, andere lesen gerne Kriminalromane, andere sitzen stundenlang vor dem Fernsehen und schauen sich auch riskante Sportarten an. Die gefährlichen Nummern im Zirkus bekommen mehr Beifall. Auch Kinder hören sich auch die gruseligsten Märchen an, fahren gerne Geisterbahn, vermuten Stolz, sie haben keine Angst gehabt. Spätestens, wenn sie ins Bett gehen mussten, dann muss der Papa oder die Mama mitgehen. Es gibt aber auch viele Erwachsene, die ihre Ängste, die aus der Kindheit vielleicht stammen, nicht richtig verarbeitet haben, nicht richtig bewältigt haben, betreiben riskante Sportarten oder riskantes Autofahren, riskantes Motorradfahren als Erwachsene. Das nennt man auch kontraphobisches Verhalten. Angst hat auch eine existenzielle Bedeutung für uns Menschen. Unsere Ängste sagen viel über unser Wertesystem aus. Gleich nach dem Motto, sag mir, wovor du dich fürchtest, sage ich dir, wer du bist. Angst, nahestehende Personen durch den Tod zu verlieren, bedeutet oder sagt viel darüber aus, wie wichtig diese Menschen oder die Bindung zu diesen Menschen für uns ist. Angst, die Zuneigung anderer Menschen zu verlieren, das ist die Angst vor dem sozialen Tod. Das zeigt auch, wie stark abhängig unser Selbstwertgefühl von der Rückmeldung in unserer Umgebung ist. Ich sage es bewusst, das ist die Angst vor dem sozialen Tod, weil ich auch als Therapeut meistens erlebe, wie Menschen darunter leiden, die in Betrieben gemobbt worden sind. Wenn wir andere Menschen mobben, dann versuchen wir sie auch sozial umzubringen. Manche Opfer werden depressiv, aber auch manche bringen sich tatsächlich um. Bitte gehen Sie achtsam mit
ihren Mitmenschen um. Entschuldigung, Angst zu versagen. Sagt viel darüber aus, wie wichtig Leistung in unserer Gesellschaft ist. Früher sprach man vom Versagen der Waffe, vom Versagen des Werkzeugs, höchstens, denke ich, vom Versagen der Hand. Unsere Leistungsgesellschaft spricht aber vom Versagen des Menschen. Der Mensch wird als versagende Maschine betrachtet, wenn er bestimmte Erwartungen der Gesellschaft und seiner Umgebung nicht erfüllt. Auch mit fatalen Folgen, Angststörungen, Depressionen, die auch ständig ansteigen. Angst, früh zu sterben, das ist ein Thema für sich. Die Angst vor dem Tod, wir haben auch viel darüber gehört in den letzten Vorträgen, insbesondere bei dem Vortrag von Herrn Drewemann. Der christliche Spruch, lebe jeden Tag so, als ob er dein letzter wäre, zeigt auch, welche Intensität das Leben gewinnen kann angesichts des Todes. Aber was machen die Angstpatienten? Die sperren sich ein. Sie konzentrieren sich auf die negativen Seiten ihrer Person. Sie haben keine Kapazitäten mehr, das Schönste, das Schöne in diesem Leben zu genießen. Die Angst, jeder von uns muss sich mit dieser Angst auseinandersetzen, die Angst vor dem Tod. Keine Entspannungsverfahren, keine Achtsamkeitsübungen, keine Beruhigungsmittel werden uns davon befreien. Jeder von uns im Rahmen seiner Möglichkeiten muss sich mit dieser Angst auch auseinandersetzen. Das ist für uns sehr wichtig. Die Religionen, alle Religionen versuchen mehr oder weniger, mit mehr oder weniger Erfolg, ja, unsere Verzweiflung angesichts unserer Endlichkeit irgendwie in Schranken zu halten. Aber auch wir als Individuen müssen immer die Verantwortung für uns übernehmen und uns mit dem Thema auch auseinandersetzen. Zum Beispiel der Philosoph Epikur hat das ganze Elend des Menschen auf der Angst vor dem Tod zurückgeführt. Hat auch etwas, ein paar Ideen vorgeschlagen, wie man auch mit der Angst vor dem Tod auch umgehen kann. Sehr spannend. Auch Nietzsche hat uns vorgeschlagen, sich das eigene Leben, das jetzige Leben vorzustellen. Dieses Leben jedes Mal, immer, bis alle Ewigkeit zu leben. Das ist erstaunlich. Wenn wir uns mit diesem Gedanken beschäftigen, dann kommen wir unweigerlich dazu, darüber nachzudenken, darüber zu reflektieren, was für ein Leben leben wir im Hier und Jetzt. Und wir werden auch zu dem Schluss kommen, ja, das Leben, was wir jetzt leben, sie ist einzigartig. Und es gibt kein anderes Leben in dieser Form. Und es gilt, dieses Leben auch auszuleben. Das ist sehr wichtig. Nun, um dieses Leben auszuleben, müssen wir viel tun. Viel machen. Viel in unserem Leben ändern. Viele von uns sind auch nicht bereit dazu. Ich kann nicht kündigen, weil die Raten für das Haus noch nicht abbezahlt wurden. Ich kann mich von dem Mann nicht scheiden, weil die Kinder noch zu klein sind. Ich kann nicht. Nun, wenn wir unser Glück, unser Leben von äußeren Umständen abhängig machen, dann kommen wir nicht weiter. Dann
Die Antwort kommt sehr schnell. Psychosomatische Erkrankungen, Angststörungen und Depressionen. Ich will auf die Angst vor Veränderungen noch eingehen nach der nächsten Folie. Max Frisch beschreibt die existenzielle Bedeutung der Angst für uns Menschen folgendermaßen. Er sagt, es gibt kein Leben ohne Angst vor dem anderen, schon weil es ohne diese Angst, die unsere Tiefe ist, kein Leben gibt. Erst aus dem Nichtsein, das wir ahnen, begreifen wir für Augenblicke, dass wir leben. Man freut sich seine Muskeln, man freut sich, dass man gehen kann, man freut sich des Lichts, das sich in unserem dunklen Auge spiegelt. Man freut sich seine Haut und Nerven, die uns so vieles spüren lassen. Man freut sich und weiß mit jedem Atemzug, dass alles, was ist, eine Gnade ist. Ohne dieses spiegelnde Wachbewusstsein, das nur aus Angst möglich ist, wären wir verloren. Wir wären nie gewesen. Großartig, jetzt auch beschrieben wird, was Angst für uns Menschen bedeutet. Jetzt komme ich zu der Angst vor Veränderungen. Das Leben bedeutet Veränderungen. Sich für den Status quo zu entscheiden, bedeutet sich gegen das Leben zu entscheiden. Nietzsche sagt, eine Schlange, die sich nicht häutet, stirbt. Das ist auch sehr wichtig. Unsere neurotischen Ängste sind verdrängte, vermiedene Entwicklungschancen in unserem Leben. Johann Wolfgang von Goethe sagt, das Leben gehört dem Lebendigen an und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein. Ja, auch Dr. Brucker hat sich mit dem Begriff der Lebendigkeit auseinandergesetzt. Lebendigkeit ist nicht wissenschaftlich erfassbar, ist nicht logisch nachvollziehbar, so wie das Leben auch ist nicht logisch nachvollziehbar und erfassbar. Aber wir versuchen alles zu kontrollieren, alles vorherzusagen, alles zu planen, was meistens auch nicht funktioniert. Das Leben lädt uns ein, uns auf seine Spontanität einzulassen. Das ist das Leben. Kontrolle, Vorhersagen. Wir stellen jeden Tag fest, dass das alles nur Schwachsinn ist. Uns auf die Spontanität des Lebens einzulassen, das ist das Wichtigste. Nur so können wir auch unser Leben ausleben. Und ohne Veränderungen können wir auch unser Leben nicht ausleben. Die Veränderungen von der äußeren Welt oder von unserer Umwelt abhängig zu machen, führt auch zum Status quo. Ja, es gibt Zwänge, aber wir müssen ein bisschen nachdenken, immer. Die Verantwortung für uns tragen, selbst, unsere Verantwortung für uns selbst tragen und ein bisschen darüber nachdenken. Nietzsche sagt, er formuliert es etwa, Liebe zum Schicksal. Amor fati, Liebe zum Schicksal. Erschaffe dein Schicksal, dass du lieben kannst. Oder vielleicht, liebe richtig, liebe dein Leben und stirbe zur richtigen Zeit oder in der richtigen Zeit. Das ist sehr wichtig. Wenn wir Veränderungen verdrängen, vermeiden, können wir unsere Leben nicht ausleben. Und wenn wir unsere Leben nicht ausleben können, dann sicherlich werden wir auch Angst vor dem Tod haben. Ja, weil wir unsere Leben nicht ausgelebt haben. Es gibt auch andere Strategien in Bezug auf die Angst vor dem Tod. Zum Beispiel wird auch vorgeschlagen, etwas in dieser Welt oder auf dieser Welt zu schaffen, was weitergereicht werden kann, was auch das Leben der anderen auch bereichert oder bereichern kann. Wie zum Beispiel Dr. Brucker und Ilse Guti haben auch etwas geschaffen, was weitergereicht werden kann, was auch das Leben der anderen auch bereichert. Und jedem von uns im Rahmen seiner Möglichkeit kann so etwas auch tun. Das hilft uns. Das ist ja der Sinn unserer Existenz. Nur so können wir den Sinn in unserem Leben auch entdecken, nicht durch Passivität. Dostojewski sagt in seinem Werk Schuld und Sühne,
Es wäre interessant zu wissen, wovor sich die Menschen am meisten fürchten. Die meisten fürchten sich wohl vor einem neuen Schritt, einem neuen Gedanken. Großartig. Wir haben Angst vor uns selbst neu zu entdecken. Ja, das Licht, unser Licht, das, was wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit, hat auch Nelson Mandela gesagt. Und wenn wir unser Licht auch fürchten, dann bleibt nur, dass die Seele neurotische Ängste oder andere seelische Erkrankungen entwickelt. Es ist wichtig, darauf zu achten und genau zu wissen, ja, warum bin ich großartig? Warum bin ich da? Warum bin ich so ein liebevoller Mensch? Was kann ich auch von dem, was ich habe, der anderen auch mitgeben? Das wäre unsere Aufgabe, alle auf dieser Welt. Das wäre unsere Aufgabe, um unserem Leben auch einen Sinn zu geben. Nun, das war der Abschnitt, wo ich auch über Angst im Allgemeinen gesprochen habe. Jetzt sprechen wir über die pathologischen Ängste. Wir Therapeuten oder auch die Betroffenen fragen sich auch jedes Mal, wenn sie Angst haben, ja, muss das behandelt werden? Kann das behandelt werden? Ab wann ist eine Angst behandlungsbedürftig? Ja, es gibt Kriterien. Manche sind störungsspezifisch, aber im Allgemeinen gibt es bestimmte Kriterien, woran wir uns Therapeuten und Ärzte auch orientieren müssen und können. Pathologische Ängste treten ohne reale Bedrohung auf und dauern lange. Sie sind unangemessen so stark und treten zu häufig auf. Das heißt, es besteht eine Diskrepanz zwischen dem Anlass zur Angst und der Intensität der Angst. Sie führen zu Erwartungsängste, das heißt, wir entwickeln Angst, die Angst vor der Angst. Dadurch neigen wir auch zur Vermeidung von positiven Aktivitäten im Alltag. Die schränken uns ein. Die verursachen Lebenseinschränkung und starkes Leid. Lebenseinschränkung und starkes Leid ist das wichtigste Kriterium in Bezug auf die Behandlung von Ängsten. Wenn ich das Gefühl habe, meine Ängste schränken mein Leben ein, meine Ängste verursachen auch Leid, ich leide darunter, dann ist es Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Keine Sorge. Die Mehrheit der Menschen, die Angststörungen haben, befinden sich in bester Gesellschaft. Es gibt Sänger, zum Beispiel wie Michael Jackson, oder Schauspieler wie Kim Basinger, oder Autoren, Dichter. Die haben alle neurotische Ängste gehabt, aber sie waren kreativ. Das zeigt auch, dass unsere Ängste uns nicht nur lähmen, sondern uns auch eine Kraft geben. Und es geht darum, sich auf diese Seite zu konzentrieren. Ohne Angst können wir nicht leben, aber mit der Angst und wenn wir uns auf diese kraftvolle Seite der Angst konzentrieren, dann können wir auch den Sinn in unserem Leben auch richtig entdecken und in unserem Leben auch einen Sinn geben. Der berühmteste unter diesen Ängstlichen ist Johann Wolfgang von Goethe. Er litt als junger Student unter Höhenphobie, unter Angst vor Beschmutzung, unter Angst vor Friedhofen, unter Angst vor Lärm, unter Angst vor verlassenen Räumen. Aber Johann Wolfgang von Goethe hat sich von seinen Ängsten nicht kontrollieren lassen und er ließ sich von seinen Ängsten nicht kontrollieren. Er hat seine Höhenangst dadurch bewältigt, indem er damals noch im Bau befindliche Straßburger Münster immer wieder bestieg und auf Gerüsten und Balken schaukelte. Er hat seine Angst vor Lärm dadurch überwunden, indem er sich absichtlich beim Zapfenstreich neben dem Trommler stellte.
Er hat seine Angst vor Beschmutzung dadurch überwunden, indem er auf Entbindungsstationen gearbeitet habe. Er beschreibt seine Vorgehensweise in seinem Werk Dichtung und Wahrheit folgendermaßen. Der gleichen Angst und Qual wiederholte ich so oft, bis der Eindruck mir ganz gleichgültig war. Ich habe es auch wirklich darin so weit gebracht, dass nichts dergleichen mich jemals wieder aus der Fassung setzen konnte. Und auch darin brachte ich so weit, dass mir Tag und Nacht und jedes Lokal völlig gleich war. Ganz, ganz im Sinne der verhaltenstherapeutischen Konfrontationstherapie. Sehr wichtig. Das heißt, dass wir auch uns gegen unsere Ängste etwas unternehmen können. Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse und der Psychotherapie, litt auch selbst unter massiven Ängsten. Seine Beschreibungen sind immer noch für Therapeuten und Psychiater eine Fundgrube. Aber er hat auch die Konfrontation mit seinen Ängsten gesucht. Er hat schon damals die Analytiker empfohlen, ihre Patienten dazu zu animieren, sich mit ihren Ängsten auseinanderzusetzen. Selbstverständlich, der Therapeut muss auch in der Lage sein, ja, hinter die Kulissen zu schauen. Warum sind diese Ängste entstanden? Woher sie kommen? Welche Entwicklungsaufgaben muss dieser Mensch, soll dieser Mensch erledigen, damit diese Ängste auch verschwinden? Das ist wichtig im Rahmen der Therapie. Ein Beispiel in Bezug auf die neurotischen Ängste. Die Agoraphobie. Agora, Marktplatz, kommt aus dem Griechischen, denke ich. Phobos, Angst. Auf Deutsch bedeutet Platzangst. So eine Sammlung von Ängsten vor mehreren Situationen. Die Kernsymptome: Angst oder Vermeidung von Alleinreisen, sich in Menschenmengen und öffentlichen Plätzen aufzuhalten. Meistens kommen die Patienten in die Behandlung wegen der körperlichen Symptome, weil die Mehrheit von uns immer noch ein rein organisches Erklärungsmodell für ihre Beschwerden haben. Herzrasen, Herzklopfen, Schweißausbrüche, Zittern, Mundtrockenheit, Atembeschwerden, Beklemmungsgefühle, Übelkeit, Missempfindungen an der Brust. Wegen dieser Symptome bekommen auch die Menschen in der Therapie und nicht wegen der Angst vor der Situation an sich. Ein Fallbeispiel. Martina, 28 Jahre alt, erzählt: Ich war im Supermarkt. Eigentlich ging ich immer hin zum Einkaufen. Es war immer in Ordnung. Plötzlich bekam ich ein komisches Gefühl. Es war wie eine Beklemmung an die Herzgegend. Ich habe gedacht, ich werde keine Luft mehr bekommen. Das Herz hat schneller und schneller geschlagen. Ich habe eine Panikattacke erlebt. Als es vorbei war, war ich total fertig. Diesen Zustand habe ich immer mehrmals erlebt. Eine grausame Situation, die ich niemandem wünsche. Von da an vermied ich alle Supermärkte und überall und überhaupt alle Orten, wo es viele Menschen gibt. Wenn ich alleine war, war es für mich am schlimmsten. Ich rannte von einem Arzt zu dem nächsten. Alle sagten, ich sei organisch gesund. Ich dachte, vielleicht liegt die Ursache an meiner Arbeitsstelle. Der Chefvertreter meines Chefs konnte mich nicht leiden. Ich habe meine Arbeitsstelle gewechselt. Doch meine Anfälle sind immer schlimmer geworden. Irgendwie schleppte ich mich durch den Tag. Ich bestand nur aus Ängsten. Ich hatte Angst, dass mein Herz stehen bleibt, dass ich umkippe und nicht mehr aufstehe. Ich habe angefangen, ständig meinen Puls und meine Herztätigkeit zu kontrollieren. Nach einem Nervenzusammenbruch am Arbeitsplatz wurde ich krankgeschrieben. Meine Umwelt war mit mir überfordert. Ich lief meinem Partner nur hinterher und konnte nichts erledigen ohne seine Begleitung. Auch meine geduldige Mutter konnte nichts mehr. Mein Partner und meine Mutter meinten, dass ich mich zusammenreißen
muss. Dies hat meine Situation nur verschlimmerte. Oder nur verschlimmerte. Ich schämte mich. Die Angst begleitete mich Tag und Nacht. Auf Empfehlung einer Freundin hatte ich auch meinen Hausarzt gewechselt. Der neue Hausarzt hatte sich richtig Zeit genommen und mir erklärte, dass meine Beschwerden psychosomatisch sind. Ich wehrte mich dagegen. Ich dachte, er hat aber nicht alle. Mir fehlt nichts im Kopf. Mein Herz schlägt schneller und ich schwitze und ich zittere und ich musste das behandeln. Ich bin nicht verrückt. Ich unterhielt mich mit ihm häufig über mein Problem. Irgendwann glaubte ich ihm und ging zu einem Psychiater. Schon dieser Schritt führte zu einer Erleichterung bei mir. Von da an ging es mit mir bergauf. Ich hatte angefangen, nach den Ursachen zu suchen. Während eines sechswöchigen Krankenhausaufenthalts lernte ich mich erst kennen. Und erst nach diesem Krankenhausaufenthalt haben wir auch mit der Therapie angefangen. Ganz klassisch, Konfrontationstherapie, aber auch gleichzeitig haben wir gemeinsam herausarbeiten können, wovor sie tatsächlich Angst hat. Der Partner, der hat sie mehrmals betrogen. Sie will ihn verlassen, kann aber nicht, weil sie Angst hat vor Einsamkeit, vor Alleinsein. Weil sie sowieso mit Einsamkeit und Alleinsein in der Kindheit sehr schlimme Erfahrungen gemacht hat. Und erst in der Zeit, wo sie die Entscheidung getroffen hat, ja, ich trenne mich von meinem Partner, erst ab dieser Zeit konnten wir auch mit der Therapie schnell vorankommen. Es war wichtig, dass sie das anerkannt hat, dass sie auch die Entscheidung getroffen hat. Und sie hat die Entscheidung getroffen, noch nicht auch umgesetzt. Während dieser Zeit, wo sie die Entscheidung getroffen hat, ging es ihr besser und konnte die Therapie auch voranschreiten. Das sind Fälle, wo es auch gut läuft. Es gibt auch andere Fälle, wo es schwierig wird, wo diese Menschen nicht in der Lage sind, diese Veränderungen zu akzeptieren, die wir vorher erwähnt haben. Dann kann es lange dauern, bis sie aus der Falle kommen. Oder kann es lange dauern, bis sie eine Depression entwickeln als Reaktion auf die neurotischen Ängste oder als Reaktion auf die Überforderung im Umgang mit den neurotischen Ängsten. Agoraphobiker vermeiden Aufenthalt im Freien unter vielen Menschen oder unter vielen Fluchtmöglichkeiten. Das heißt, ein Agoraphobiker unter uns wird ganz hinten neben der Tür oder an der Tür sitzen, damit er eine Fluchtmöglichkeit haben kann. Auch im Restaurant, die sitzen am Eingang, weil sie Angst haben. Wenn etwas passiert, dann kann ich auch sofort fliehen. Sie vermeiden auch außerhäusliche Aktivitäten jeder Art. Reisen, alles ja, über Stadt- und Landesgrenzen. Nur in Begleitung können sie solche Situationen überwinden. Vermeiden auch die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, Aufzug, U-Bahn, Straßenbahn, Flugzeugen, Rolltreppen. Das Leben besteht nur aus Beschränkungen und Einschränkungen. Aufenthalt in engen, hohen, geschlossenen oder dunklen Räumen werden auch vermieden. Aber viele von diesen Menschen kommen auch lange zurecht. Alleine. Sie entwickeln viele Tricks, damit sie im Alltag auch zurechtkommen. Das nennt man in der Psychologie Sicherheitsverhalten. Zum Beispiel Fahrten mit dem Zug, mit einem langsamen Zug ist möglich. Es kann sein, dass der Patient 3 Stunden am Bahnhof oder 4 Stunden wartet, bis der Zug kommt, der ja, wenig beladen ist oder nur mit wenigen Insassen ist, dann kann er mit diesem Zug reisen. Oder warten erstmal, wenn der Zug kommt, der an jedem Baum anhält. Ja, ich habe Fluchtmöglichkeiten, wenn der Zug anhält, dann kann ich rausspringen. Man soll sich das vorstellen.
3 Stunden oder 4 Stunden am Bahnhof zu warten, was das für eine Einschränkung bedeutet. Autofahren ist grundsätzlich möglich, aber keine Autobahn, kein Tunnel, gar nicht. Für eine Autofahrt von 30 Minuten für Menschen, die diese Ängste nicht haben, brauchen sie 4 oder 5 Stunden. Das ist eine enorme Einschränkung im Alltag. Sie sind nicht mehr berufsfähig, diese Menschen. Einkaufen gehen aber nur, wenn wenig Leute da sind. Oder Schlange stehen an der Kasse vermeidbar ist. Ja, dann sollte man lange warten, bis der Supermarkt leer wird. Das gibt es auch. Die warten auch vor dem Supermarkt, bis es leer wird. Und dann gehen sie einkaufen. Wohnen im Erdgeschoss, weil sie auch mit dem Lift nicht fahren wollen. Die wohnen immer im Erdgeschoss. Was kann man tun? Den Teufelskreis der Angst durchbrechen. Tu das, wovor du Angst hast, und die Angst stirbt einen sicheren Tod. Das ist wichtig. Die Konfrontation mit der Angst suchen. Nicht vermeiden. Vermeidung von Angst führt zur Verfestigung der Störung. Auseinandersetzung gibt uns die Chance, mit dieser Angst fertig zu werden und gleichzeitig uns unsere eigentlichen Entwicklungsaufgaben zu widmen. In der Therapie läuft es folgendermaßen: Da trifft sich Therapeut und Patient, wird eine Liste herausgearbeitet und gestellt mit den Situationen, die Angst auslösen, hierarchisiert. Welche Situationen lösen am meisten Angst, welche Situationen am wenigsten, und dann wird vereinbart, welche Situation können wir jetzt angehen, gemeinsam. Man muss auch vorher wissen, dass man diese Übungen immer mehrmals wiederholen muss, bis die Betroffene keine Angst mehr in dieser Situation spürt. Übung macht den Meister. Man muss auch damit rechnen, dass es Tiefschläge gibt. Sie gehören auch zur Therapie oder in die Therapie. Die Therapie geht nicht immer vorwärts. Manchmal müssen wir einen Schritt nach hinten machen, um 2 Schritte nach vorne zu machen. Das ist auch wichtig. Um Enttäuschungen zu vermeiden, müssen auch die Betroffenen das vorher wissen. Und es geht nicht darum, angstfrei zu leben. Es geht darum, Angstsituationen aushalten zu können. Es gibt kein Leben ohne Angst. Es gibt kein Leben gegen die Angst. Es gibt nur ein Leben mit der Angst. Das müssen wir uns alle bewusst machen. Hier habe ich ein paar Anregungen für die Angehörigen. Analysieren Sie bitte, ob Sie vielleicht die Angstsymptomatik Ihrer Partnerin oder Ihres Partners verstärken. Wie auch immer. Fragen Sie sich, was sich ändern würde, wenn Ihre Partnerin keine Ängste mehr hat. Fragen Sie sich, ob Sie tatsächlich Interesse daran haben, dass Ihr Partner oder Ihre Partnerin angstfrei oder ohne unnötige Ängste lebt. Unterstützen Sie die Angstbewältigungsbemühungen Ihrer Partnerin. Das ist sehr wichtig. Konzentrieren Sie sich nicht nur auf das, was der Betroffene nicht machen kann, sondern auf das, was er oder sie machen kann, wie er oder sie versucht, mit diesen Ängsten zurechtzukommen. Das ist sehr wichtig, das unterstützen. Die negativen Seiten der Person, die weiß der Betroffene selbst, er weiß, wo er selbst Defizite und Probleme hat. Für uns Therapeuten ist wichtig, sich auf diese Seite zu konzentrieren, auf die positiven Seite, auf die Ressourcen, was der Matthias vorher erwähnt hat. Nur dadurch können wir auch das gesamte Bild, was der Patient von sich hat, und meistens ist dieses Bild negativ, auch erfolgreich relativieren. Können wir angstfrei leben? Nein, das wäre fahrlässig und wir werden es auch nicht überleben. Beherrscht ist nicht, wer keine Angst kennt. Beherrscht ist, wer die Angst kennt und sie überwindet. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.